Hi! Wenn du jetzt in die Oberstufe kommst und dich fragst, wie Noten eigentlich in der Oberstufe bewertet werden, dann ist dieses Video auf jeden Fall für dich. Hi, ich bin Lara. Ich komme nach den Sommerferien in die 12. Klasse. Das ist mein letztes Jahr und ich habe jetzt mein erstes Oberstufen hier rum und dachte mir, dass ich euch heute mal meine Noten zeige. Und zwar habe ich hier erstmal meine zwei Zeugnisse aus den zwei Halbjahren. In der Oberstufe ist es nämlich so, dass wir vier Semester haben, also vier Halbjahre haben und jedes Zeugnis zählt einzeln. Das heißt also, dass die Noten, die ich im ersten Halbjahr hatte, keinen Einfluss darauf haben, was ich für Noten im zweiten Halbjahr habe. Es ist ja in der Unter- und Mittelstufe anders. Da zählen ja immer die Noten aus dem ersten Halbjahr noch mit ins zweite Halbjahr. Die Noten werden dann verrechnet. Das ist hier jetzt einfach nicht mehr so. Ich hatte euch ja auch schon in meinem Klausurenphasenvlog noch versprochen, euch meine Klausurnoten zu sagen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal am Anfang. Und zwar ist es bei uns in der Schule so, dass wir eine Klausurenphase pro Halbjahr haben und in fünf Fächern eine Klausur schreiben. Ich habe immer Klausuren geschrieben in meinen zwei Leistungskursen, Politik und Englisch und dann noch in Mathe, Bio und Deutsch. Im ersten Halbjahr waren das hier meine Klausurnoten und im zweiten Halbjahr waren das hier meine Klausurnoten. Ich habe auch bei beiden Klausurenphasen einen Vlog gemacht. Falls ihr euch also fragt, wie ich für diese Klausuren so gelernt habe, könnt ihr das nochmal genauso im Detail auch sehen, weil ich genau gezeigt habe, wie ich was gelernt habe. Kommen wir jetzt mal zu meinen Noten und vor allem auch, wie ich diese Noten erreicht habe und was ich dafür gemacht habe. Ich habe mir im ersten Halbjahr wirklich extrem viel Mühe gegeben, weil ich natürlich auch ein bisschen eingeschüchtert war, wie wahrscheinlich viele von euch jetzt in die Oberstufe kommen, wenn man immer so hört, das ist sowas anderes, das ist so viel Arbeit, das wird so schwierig. Ist es eigentlich nicht. Ich kann euch ein bisschen die Angst nehmen, so anders als die anderen Klassenstufen war es jetzt auch nicht wirklich. Klar, man hat jetzt ein Kurssystem, man hat jetzt Punkte. Natürlich ist die Organisation ein bisschen anders, aber von dem Stoff her und so ist es nicht viel schwieriger, meiner Meinung nach. Und selbst wenn, dann bringt es überhaupt nichts, sich Angst zu machen und Panik zu schieben, weil das hilft dir auch nicht, unter gar keinen Umständen. Im zweiten Halbjahr hatte ich dann privat so ein paar Probleme. Ich habe ja auch nicht so viele Videos hochgeladen, so im Februar, März, April hatte da auch eine kleine Pause. Weil ich selbst ein bisschen gestruggelt habe mit ein paar Sachen, habe ich mir meinen Podcast erzählt und so, ist jetzt auch nicht so relevant für das Video hier. Aber ich muss sagen, ich habe mir im zweiten Halbjahr nicht so viel Mühe gegeben. Trotzdem sind meine Noten im zweiten Halbjahr besser als die im ersten Halbjahr. Das liegt, glaube ich, daran, dass man auch gerade, was die Klausuren angeht, immer mehr Übung hat, wenn man mehr auch schreibt und dann irgendwann richtig reinkommt in das ganze System. Und da ist es ja klar, dass man sich da eigentlich verbessert, wenn man immer mehr Erfahrungen hat mit den Lehrern, mit den Fächern, mit dem Stoff und eben auch in den Klausuren, wenn man dann auch trainiert hat, wie man eben jetzt Klausuren schreibt. Deswegen glaube ich, dass auch wenn ich mir bei meiner zweiten Klausurenphase nicht so viel Mühe gegeben habe wie bei meiner ersten, ich trotzdem vom Schnitt her, glaube ich, genauso gute Noten hatte. Deswegen keine Sorge, es wird immer einfacher, wenn man immer mehr Training hat. Kommen wir jetzt mal direkt zu meinen Noten. Ich sage jetzt auch ein bisschen was zu meinen Noten. Mein erstes Zeugnis ist hier drin. Okay, also ich hatte, ich bin so stolz und ich freue mich so, in meinen Leistungskursen in beiden Semestern 15 Punkte, also in beiden Semestern, in beiden Leistungskursen eine 1+. Wie ich in Englisch eine 1+ geschafft habe, dazu habe ich auch schon mehrere Videos hochgeladen und habe auch noch meine Tipps mit euch geteilt. Bei Politik habe ich noch nicht so viele Tipps geteilt, aber dazu kann ich auch noch mal ein extra Video machen, falls euch das interessiert. Ich glaube, es ist auch so, dass die Leistungskurse dann bei der Bewertung noch mal ein bisschen mehr zählen. Ich muss sagen, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich habe mich noch so wenig informiert, was diese ganzen Abitursachen und so angeht. Irgendwie ist auch meine Schule durch Corona ein bisschen schwierig, weil ich konnte auch in meinen Wunschfächern noch keine Klausur schreiben. Ich möchte nämlich gerne ein Spanisch-Abitur machen, aber ich habe bisher in Spanisch noch keine Klausur geschrieben, weil es nicht ging, weil ich durfte kein Spanisch wählen als Klausur. Das war wegen Corona, da gab es Sonderregelungen und so, ein bisschen blöd. Ich glaube aber, dass die Leistungskurse mehr gewertet werden, weswegen ich natürlich froh bin, dass ich da ja immer gute Noten hatte, die beiden Semester. Dann hatte ich hier in Musik, hatte ich in beiden Semestern noch 14 Punkte. Ich muss sagen, es hat sich auch nicht so viel verändert, also ich habe relativ ähnliche Noten in den Fächern. Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, es liegt doch einfach daran, dass die Lehrer einfach schon im ersten Semester von dir einen Eindruck bekommen und dich schon direkt einstufen. Natürlich ist es nicht cool, weil man dann direkt in so eine Schublade gesteckt wird, aber man muss wirklich einen guten Eindruck bei den Lehrern machen. Wenn du im ersten Semester auf 4 Punkten stehst, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du im nächsten Halbjahr dann 14 Punkte stehst, weil die Lehrer dich dann eben schon so einstufen als 4-Punkte-Schüler oder Schülerin, weswegen ich es wirklich wichtig finde, am Anfang schon direkt gut mitzuarbeiten und am Anfang schon direkt zu zeigen, dass du interessiert bist und die das wichtig ist. Weil natürlich sind Lehrer auch nur Menschen, die auch psychologisch da beeinflusst werden und sich auch schon Menschen auch in Schubladen stecken und daraus resultieren, ist es eben wichtig, schon direkt am Anfang auch einen guten Eindruck zu machen. Weil ich merke wirklich, meine Noten haben sich nicht so krass geändert. Hier Spanisch 15 im ersten Halbjahr, wieder Spanisch 15 im zweiten Semester, Deutsch 13, wieder Deutsch 13. Wobei ich sagen muss, bei Deutsch ärgere ich mich wirklich, weil ich hätte in Deutsch besser sein können. Aber naja. Dann Wirtschaft 15, Geschichte 11 und dann Geschichte 12. Meine Geschichtslehrerin ist eine sehr anspruchsvolle Lehrerin, deswegen bin ich auf jeden Fall zufrieden mit 12. Ich glaube, das ist auch die beste Note, die es in dem Kurs überhaupt gab. Aber mein Ziel ist halt erst 13 Punkte.
Also, ich werde euch mitnehmen auf meiner Reise im Geschichtsunterricht. Ich hoffe, dass ich 13 Punkte schaffe nächstes Semester. Ich glaube aber schon. Ich glaube, es ist machbar. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemals jemand geschafft hat bei der Lehrerin, weil sie ist wirklich anspruchsvoll. Dann der Seminarkurs. Und das ist ganz witzig, weil ich hatte in diesem Semester am Seminarkurs original nur 2 Noten. Eine Präsentation hatte ich 15 Punkte und mündlich hatte ich auch 15 Punkte. Ich muss sagen, ich hatte da wirklich Glück. Ich habe dafür auch gearbeitet. Aber ja, 2 Noten. Ich finde es blöd, wenn Lehrer so wenige Noten geben. Bei mir war das auch bei Deutsch jetzt ein bisschen so. Wir hatten dann nicht so viele Noten. Das meiste war halt Mitarbeit. Und die Lehrer bewerten bei Mitarbeit schon streng in der Oberstufe. Das heißt, du musst für 15 Punkte Mitarbeit dich eigentlich bei jeder Frage melden und richtig sagen und den Unterricht damit voranbringen. Und es ist halt schon schwierig. Also mündlich auf 15 Punkte zu kommen, ist schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist anders in der Mittel- und Unterstufe. Da hatte ich immer eine einzelne Mitarbeit in jedem Fach und habe noch nicht mal so viel gemacht, wie ich es jetzt in der Oberstufe mache und dafür teilweise 12 Punkte bekomme oder so. Und deswegen mag ich es nicht, wenn Lehrer so wenige Noten geben und dann nur Mitarbeitsnoten geben. Und es war bei mir in Deutsch halt so, dass ich Mitarbeit immer auf 13 stand und wir aber nur eine schriftliche Note hatten in dem Fach und ich es deswegen nicht so gut ausgleichen konnte. Aber naja, egal, 30 Punkte sind ja immer noch gut. Also ich will mich da gar nicht beschweren. Also das war der Seminarkurs. Dann Sport hatte ich letztes Halbjahr 11 und jetzt 13. Aber dazu muss ich auch sagen, mein Sportlehrer, Ehrenmann, ich stand 12,5 und habe 13 bekommen. Ja, darüber bin ich froh. Mathe hatte ich letztes Halbjahr 14 Punkte und jetzt 15 Punkte. Ich hatte in der Klausur letztes Halbjahr 13 Punkte und jetzt 15 Punkte. Ey, das ist so krass. Einfach Mathe. Ich war, ohne Witz, das könnt ihr auch noch in meinen alten Videos sehen, immer eine Person, die immer gesagt hat, sie wäre schlecht in Mathe. Ich war immer eine Person, die gesagt hat, sie sei schlecht in Mathe und ich könne einfach kein Mathe. Ich habe es immer geglaubt. Aber tatsächlich, 15 Punkte in Mathe. Das sind so Glaubenssätze, die man sich selbst immer sagt, die aber einfach nicht stimmen. Dann haben wir noch Biologie, der hat 13, dieses Halbjahr auch wieder 13 Punkte. Ist gut. Ja, ist gut. Ich mag Bio einfach nicht. Und alle Leute, die Bio- oder Mathe-Leistungskurs haben, meinen größten Respekt. Ich könnte das niemals. Dann steht noch drauf, dass ich mich letztes Jahr engagiert habe bei Jugenddebattiert und bei Schule und Rassismus. Und dass noch mein Fach Wirtschaft auf Englisch unterrichtet wurde. Und das gleiche ist auch nochmal auf dem jetzigen Zeugnis drauf, nur ohne Jugenddebattiert, weil es eben immer im Winter ist. Ich habe auch noch viel mehr gemacht, als eigentlich vorausgesetzt wurde. Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, bei Jugenddebattiert mitgemacht. Ich habe das Schul- und Rassismus-Team geleitet oder leite es immer noch, wo wir immer so Workshops geben oder wo wir den Schülern etwas über Rassismus beibringen. Und dieses Semester hatten wir was zum Holocaust. Dann habe ich auch noch die Juniorwahl geleitet an unserer Schule. Ich habe einen Workshop gegeben. Wir hatten nämlich einen Politiktag, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Da haben wir halt so Workshops zugegeben, die habe ich auch geleitet. Dann habe ich den Cambridge-Kurs extra belegt in der Schule und habe das Cambridge-Zertifikat abgelegt. Ich habe noch ein extra Fach gewählt. Man braucht nämlich eigentlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fächer. Ich habe aber 11 gewählt. Und ja, ich habe den Bilingualzweig. Den habe ich aber auch schon seit der 7. Klasse. Was mir jetzt noch sehr wichtig zu sagen ist und was ich ja sehr oft sage, aber mir besonders nochmal in diesem Video wichtig ist, ist, dass Noten sehr subjektiv sind. Und dass man diese Note, die jetzt hier zum Beispiel bei Deutsch steht, nicht vergleichen kann, wenn man nicht im gleichen Kurs ist. Und selbst wenn man im gleichen Kurs ist, ist es schwierig, das komplett objektiv zu bewerten. Denn natürlich ist zum Beispiel mein Spanischlehrer anders als dein Spanischlehrer. Der Stoff ist anders, der Unterricht ist anders. Vielleicht mag dich der Lehrer mehr oder weniger. Noten sind ohne Witz so subjektiv. Ich habe das selbst gemerkt, weil ich selbst Lehrer habe, die anders bewerten als meine anderen Lehrer. Und die einen Lehrer fordern mehr, die anderen Lehrer fordern weniger, die anderen Lehrer werden strenger, die nächsten dann wieder viel netter. Bei mir muss ich sagen, es gleicht sich alles aus, deswegen kann ich mich über keinen Fall extrem beschweren. Aber ich merke selbst, wie Leute, die einfach andere Lehrer haben, aber in meiner Schule sind, so andere Noten haben. Wir haben zum Beispiel in Musik auch sehr viel zum Thema Geschichte gemacht. Das interessiert mich halt, wenn wir da aber viel mehr so theoretisch gemacht hätten, irgendwie mit Notennamen schreiben oder so, dann wäre vielleicht meine Note noch 2, 3 Notenpunkte schlechter. Also das ist alles, da kommen so viele Faktoren mit rein. Und natürlich bin ich jetzt super froh über mein Zeugnis. Ich hatte letztes Halbjahr ein 1,07 Schnitt und jetzt 0,97. Also bin sehr zufrieden. Also ich möchte euch sagen, macht euch nicht einen Druck und vergleicht euch nicht so krass, weil das kann man einfach auch nicht vergleichen. Das heute einfach nur, weil viele immer gefragt haben, wie meine Noten sind und weil ich noch versprochen habe, meine Klausurnoten zu teilen. Und ja, hier sind sie. Auf meinem Kanal teile ich jede Woche meine Schul- und Lerntipps mit euch. Also abonniert sehr gerne, um das nicht zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss, bis dann!